Heute, liebe Zuschauer, bin ich in Irgenöd unterwegs. Das ist so 20 Minuten vor Passau. Da darf ich mich als Tierpfleger versuchen im dortigen Vogel- und Tierpark. Ich glaube, ich werde schon erwartet. Da ist er ja, der Chef, der Frank Schobesberger. Servus, grüß dich. Beim Füttern, wie ich sehe, lauter gesunde Sachen, oder? Lauter gesunde Sachen, Obstsalat und Mehlwürmer. Was fütterst du? Beos. Soll ich helfen? Freilich. Also was nehmen wir gern? Wieder? Nein, nimm die kleinen Schüssel. Die kleinen, okay. So, gemein. Ja. Müssen wir aufpassen mit der Sauserfüllung. Okay. Schön schauen die aus. Genievögel, gell? Und jetzt kommen die her, oder was? Nein, die kommen nicht her. Also so zusammen sind sie nicht. Aha, okay, wir stellen wir das jetzt am Boden runter, okay. Stellst das einfach da hin. Ja. Genau. Und dann fressen die halt Straußwachteln mit. Die haben wir auch da herin. Da kannst du jetzt ein paar Mehlwürmer nehmen und die Straße ein bisschen ein wenig übereinander. Aha. Das fühlt sich angenehm an, Mehlwürmer. Ist gar nicht so schlimm. So einfach rüberstreuen. Einfach ein bisschen strahlen, dass sie auch ein wenig suchen müssen. Ist ein bisschen Tierbeschäftigung, gell? Ja. So, das gelangt schon. Den Rest brauchen wir dann für die anderen Vögel noch. Gut, also auf geht's. Schauen wir. Die warten schon, die haben schon Hunger. Hallo. Jetzt kriegen die Fisch, oder? Ja, genau, die kriegen jetzt Fisch. Aha. Und Kraus da zum Einiglangen. Na, wieso? Nicht? Dann probieren wir es mal schon her. Du nimmst jetzt so einen Fisch. Ja. Und dann wartet er schon, dann wirfst du es ihm hin. Ah, zu fest. Ah, jetzt kommen wir her. Komm her, komm her. Komm her, hier. Aber er duckt sie ja. Hat er Angst, dass der mal auf den Kopf schmeißt, ja, wahrscheinlich. Genau. Komm her, komm her. Ja, ich hab das gesehen, ja. Das Tolle bei den Pelikanen ist ja immer die. Ja! Ist ja die Taschen. Welche Funktion haben die da? Tun sie das rein, oder? Ja, genau. Also wie ein Kescher ist das. Also da schöpft er ja das ganze Wasser und Fisch mit rein und dann drückt er das Wasser wieder raus und dann hat er Fisch im Schnabel. Was ist das für Vögel da? Da ist der lachende Hans drin. Der lachende Hans? Was ist denn das? Das ist der Nationalvogel von Australien. Wieso heißt der so? Der lacht wie ein Mensch, aber du musst ihm einen guten Witz verzeihen. Oh, ich kann mir keine Witze merken, warte mal. Ah ja, also auf zwei Zahnstocher gehen auf den Berg, kommt der Igel vorbei, sagt der eine zum anderen, wenn ich wusste, dass da ein Bus geht. Ja gut, also. Lach nicht, war doch nicht so gut. Witz. Ich probier's mal. Nächste gehen wir weiter. Da ist doch kein Tier. Da wird er wegen da. So, schau her, auf die haben wir besonders stolz. Wieso? Oh, elegant, was ist denn das? Das ist ein Helmkasuar. Warum bist du jetzt auf die Tiere besonders stolz? Weil sie einfach nicht leicht zum Halten sind und nicht leicht zum Züchten. Und weil das ja Einzelgänger sind. Also, wenn man die außerhalb der Zuchtzeit zusammentut, dann bringen das sie gegenseitig um. Nein! Ja. Sind die auch für Menschen gefährlich? Wenn man die sind auch für Menschen gefährlich. Die haben die Innenkralle vom Kasuar, die nimmt er her zum Aufschlitzen. Also die stellt er auf und dann kann Zeit aus er einen Bauch aufschlitzen mit der. Ja. Müssen wir nur draußen bleiben, gell? Da müssen wir draußen bleiben, ja. Ihr habt ganz viele verschiedene Vogelarten. Wie viele sind es denn ungefähr? Wir haben ungefähr 800 Vögel in 150 verschiedenen Arten. Das ist schon, wie ist das losgegangen eigentlich? Der Vater hat ein bisschen einen Spleen mit den Vögeln. Und die Mutter hat ihm dann zwei Vögel geschenkt. Also es waren zwei Rosella-Sittiche. Und mit denen hat das angefangen. Mit zwei Sittichen genau. Ist das losgegangen. Jetzt ist so ein Riesenpark. Jetzt war der größte Vogelpark in ganz Süddeutschland. Ja, oder? Genau. Jetzt bist du seit 10 Jahren der Chef hier. Ja. Hast du das Sagen? Was hast du verändert? Was ist dir wichtig? Ich habe statt die Vögel Säugetiere in den Park gebracht. Und habe daraus vom Vogelpark kann man jetzt zum Tierpark wollen. Wir haben überhaupt keine Säugetiere gesehen. Die schauen wir uns jetzt auch. Ja, gut. So, mit denen hat alles angefangen. Denen hat alles angefangen, ja, genau. Eieiei, sind sie hungrig, he? Ja. Das ist Turi. Turi, hallo, komm, Turi. Und dahinter ist der Dieter. Hallo, Dieter. Schau her, Dieter. Schau her, ja. Gut.
Turi, komm her, komm her, komm her, komm her. Also ein bisschen der Haut schaut schon aus, oder? Ja. Oder ist es Winterfell oder was ist das? Jetzt haben sie Winterfell. Ja, grüß dich. Ja, da. Hey, 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 hey. Warte mal. Ganz brav, gell? Die kommen ja auch von der Wüste Gobi. Das ist die älteste Wüste der Welt. Aha. Hoppala. Und hey, hey, hey. So. Die kriegen im Winter ein Feuer. Hoppala. Schau her, da kann man so runterzupfen. Ah, sechst ja, das? Genau. Da. Jetzt kommt der Sommer und da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Nichts mehr drin, schau, ja? Dann haben wir la. Haben wir la? Was heißt das? Gehen wir weiter. Gehen wir weiter, gut. Jetzt geht's zu den Katas. Zu den Lemuren. Lemuren, das kenne ich. Katas heißen die auch. Aha. Oi. Sechst du das? Da hat eins ein Jungs. Oh ja. Oh, das ist ja süß. Oh, das ist ja so winzig. Ja. Wahnsinn. Hallo, sind die zahm? Die sind zahm, die tun da nichts. Nein, Angst haben wir sowieso keine, aber dass die auch nicht Angst vor mir kriegen. Schau her, wir haben jetzt da Rosinen dabei. Aha. Und ein bisschen Welpenfutter. Das nimmst du jetzt in die Hand und dann hältst du sie hin und dann fressen sie die schon aus der Hand. Ja, sehr schön. Und die anderen trauen sich noch nicht her, weil ich dabei bin, oder? Wahrscheinlich, aber die kommen schon. Hast du eigentlich ein Lieblingstier? Ja, bei denen sind wir gerade. Die Lemuren, ja, ich verstehe das aber auch. Und die haben so weiche Tatzen, so weiche Pfoten. Die können so lieb zu den Leuten sein und die gehen sofort her und fressen aus der Hand. Also das ist schon. Das ist ungewöhnlich. Ja, das kann man mit einem Vogel nicht vergleichen. Nein, so schön. Also, da hast du mich jetzt wirklich reingeführt. Wieso machst du diesen Beruf? Was reizt dich dran? Das Schönste daran, dass man immer im Freien ist und mit den Tieren beieinander. Mhm. Das ist eigentlich das Schöne. Weil ein Tier wie so ein Kater, der ist nicht hinterfotzig wie manche Menschen. Da weiß man, wie man dran ist. Ja. Und das ist einfach der schönste Beruf auf der Welt. Wenn man das sagen kann. Okay. Aua, aua, au! Du bist ein bisschen gierig, bist du. Schluss nicht, dass es einen dicken Bauch gibt. Also, servus, wir gehen jetzt. So, jetzt haben wir bei den Imus. Mei, das sind ja ganz kleine. Gell? Wie alt sind die ungefähr? Die sind 2 Tage alt. Na, ja. Richtige Babys. Imus sind Laufvögel und Nestflüchter. Und wir müssen jetzt mit denen ein bisschen laufen, weil sonst sitzen die nur in der Wärmebox drin. Ich gebe das jetzt und du lässt das raus. Okay, dann gehen wir so runter. Komm her. Da. Und du auch. Jetzt müsst ihr ein bisschen laufen, gell? Nicht so faul bleiben. Am besten geht's, wenn du selber ein wenig pfeifst. So. Genau. Mei, die können doch gar nicht richtig laufen. Da muss die Beinmuskulatur muss sie aufbauen, gell? Ja, gut machst du das. Ja, davonlaufen tut's mir nicht. Jetzt kommen die Alten schon, schau. Und wieso machen wir das jetzt eigentlich nicht, die Emus selber? Ja, wir machen das, weil wir die Imus künstlich ausbrüten und lassen die Elterntiere nicht selber ausbrüten. Ah, das hat einen ganz bestimmten Grund, weil die Imus kommen ja von Australien. Mhm. Und wenn bei uns Winter ist, ist bei denen Sommer und da ist die Zuchtzeit. Also fangen die bei uns im Winter zum Legen an und dann funktioniert das nicht mit der Elternaufzucht. Ah, die lernen schon richtig, gell? Ja. Vielleicht bleibe ich da noch da und laufe 3 Tage mit denen rum, dann können sie es. Also ich muss sagen, es war total spannend mit dir. Ein wirklich wunderbares Erlebnis hier im Vogel- und im Tierpark in Irgenöd bei Passau. Und wir trainieren noch ein bisschen. Wir trainieren noch ein bisschen.